Hallo ihr Lieben, ich liebe ja Lasagne und weil es nicht immer die klassische mit Bolognese sein muss, zeige ich euch heute mal ein vegetarisches Rezept mit Wintergemüse. Und den Link zum Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich starte mit den Pastinaken und den Möhren, die schäle ich und hack sie klein. Die ganzen Gemüseschalen und Abschnitte hebe ich auf, da kann man sich super eine Gemüsebrühe draus kochen. Weiter geht's mit dem Lauch. Den halbiere ich längs und schneide ihn dann in dünne Streifen. Und Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen. Den schäle ich mir jetzt, damit ich ihn gleich in die Soße pressen kann. Okay, dann habe ich alles fertig geschnitten und das geht jetzt ab in die Pfanne. Das sieht toll aus, schön bunt. Und jetzt kommt noch der Knobi dazu. Das riecht richtig gut. Dann lösche ich auch schon mit den Tomaten ab und lasse das Ganze so 5 Minuten einköcheln. Das gart jetzt noch so 5 Minuten weiter. Was tut ihr denn gerne in eurer Gemüselasagne? Schreibt mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Die Gemüsesoße ist jetzt fertig und was fehlt noch? Genau, die Béchamelsoße. Dafür schmelze ich mir erstmal ein bisschen Butter. Die Butter ist geschmolzen und jetzt kommt das Mehl dazu. Das rühre ich einfach mit dem Schneebesen ein und dann wird das bei mittlerer Hitze so ein bisschen angeschwitzt. Und hier kommt jetzt die von Naturland zertifizierte Biomilch rein. Hier ist einmal wichtig, dass der Herd nicht zu heiß ist, sonst brennt es ganz schnell an und spritzt auch total. Und dass ihr es nach und nach dazu gibt, damit es keine Klümpchen gibt. Zum Eindicken der Soße musst du jetzt aufkochen und dann ein bisschen einköcheln. Übrigens, wer mag, kann hier auch noch ein bisschen Muskat reinreiben. Die Soßen sind fertig, dann kann es ans Einschichten gehen. Als erstes kommt etwas von der Gemüsesoße rein. Dann kommt da Béchamel drauf. Und dann die Lasagneplatten. Ich schließe jetzt noch mit der Béchamel ab und dann kommt das Leckerste, der Käse. Den Mozzarella schneide ich noch in ganz dünne Scheiben und dann kommt der oben drauf. Und jetzt ab in den Ofen. Boah, die sieht super toll aus. Ich freue mich so, die zu probieren. Findet ihr nicht, dass die richtig toll aussieht? Wow. Oh, super lecker. Da vermisst man die Bolognese wirklich nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und Kanal abonnieren nicht vergessen.